Vor über 130 Jahren ist dieses Schiff zu einer Weltreise aufgebrochen. Mit an Bord war mein Großonkel Alfred als frisch ausgebildeter Seekadett. Seine Briefe an die Familie sind bis heute erhalten geblieben und bilden den Rahmen meines Vortrages. Gerne lese ich dabei interessante Abschnitte aus den Briefen vor und zeige dazu passende Bilder. So können wir die Reise der Korvette SMS Fasana aus der ganz persönlichen Perspektive des jungen Seekadetten Alfred Winkler miterleben. Über Messina geht es zunächst nach Gibraltar, wo das Schiff für die Überfahrt nach Südamerika ausgerüstet wird. Das dauert eine ganze Woche, in der Alfred die winzige britische Kronkolonie mehrmals besucht und in den Briefen beschreibt. Ende Oktober 1889 geht's dann hinaus auf den Atlantik. Und unser Seekadett Alfred erlebt die Fata Fasana als großes Abenteuer. Besonders eindrücklich ist die Äquatortaufe, die als unglaubliches Spektakel inszeniert wird. Aus unserer heutigen Perspektive ist aber auch die Schilderung des ganz normalen täglichen Bordlebens hochinteressant. Als die Fasana nach 4 Wochen endlich in Brasilien ankommt, ist dort gerade Revolution. Kaiser Pedro II. Wurde gestürzt und die Republik ausgerufen. Alfred sieht sich in der Stadt Bahia um und erfährt, dass der Reichtum der Oberschicht durch die Ausbeutung afrikanischer Sklaven entstanden ist. Eine gute Woche bleibt die Fasana in Bahia, aber vor der Weiterfahrt müssen wir von Bord gehen, denn der erste Teil meines Vortrages endet hier. Den zweiten Teil wird es ab März 2024 geben.